A Juggler's Tale. Wo ist mein Gamepad? There it is. Drücke A zum Starten. Kann noch jemand... Ah, danke dir, Cindy. Cindy. Cindy aus dem Chat. Herzlich willkommen zu Juggler's Tale. Also jetzt, meine Lieben, fortfahren. Oh, da ist mein Demo-Fortschritt noch drin. Wollen wir den nochmal spielen? Wollen wir das nochmal machen? Ach, das war nur das Intro, oder was? Hä, warum stand... Jetzt steht der Fortspiel... Neuspiel. Hä, da stand doch gerade noch Fortfahren, ne? So. Also. Neues Spiel. Das war jetzt ein bisschen weird. Das war jetzt wirklich ein bisschen weird. Ja, alle, die der gehen... Mond gute Nacht. Hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Ja, die Musik ist ein bisschen laut im Gegensatz zu dem Sprecher. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leute beschwichtigen? Wollen wir mal eben schnell. Da wollen wir mal eben intervenieren. Musiklautstärke machen wir mal ein bisschen niedriger, ne? So. So, oder? Das ist gut. Okay, fortfahren. Also. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein. So könnte es genauso gut das eure sein. Genau, das kennen wir jetzt quasi schon. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Jetzt müssen wir mal schieben, ne? Oder wie ging das? So, genau, okay. Also, falls euch jetzt wundert, hä, wieso kann der Peggy das schon so wie so ein guter, wie so ein großer? Wir hatten ja schon mal die Demo davon gespielt. Und, das fand ich sehr, sehr cool. Und das jetzt die Vollversion gibt's auf Steam für 15 Euro. 13 Euro sind's, glaube ich, gerade. Kann man echt nicht sagen. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, gönnt euch das auf jeden Fall. Ah ja, genau, hier wird dann geworfen. Los, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Mhm. RT. Ja, mach ich doch. Ist so, hä, muss ich's... Ah, rechter Stick, okay, so. Und... Nicht schlecht. Ah, okay. Das hat sie doch toll gemacht. Okay, so. Oder was meint ihr? Ja, das war super. Gut, deswegen gehen wir so ein bisschen durch, oder? Hätte ich gesagt, ne? Weil da haben wir schon... Doch schon war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreitet. Genau, das Bär. Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Bei Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Hallo, Lun. So. Dann sollen wir mal gucken, wie wir hier den Bären bezwingen, ne? Den Urs. Och, ist der Bär. Wir schicken ihm mal hier so die Ding hin.
So. Ah nee, ach so war das. Genau, ich musste da drauf kommen, ne? So, oben auf den... Und mich dann darüber schwängen. So. Oh. Oh nein, nicht Urs. Tu mir nichts, du bist doch mein Freund. Er kann sich nicht... Ah, so. Ich muss schon schön schwingen. Schön weit schwingen. So. Und weiter noch schwingen. Was muss ich eigentlich machen? Ah, ich muss den Hut holen, ne? Fein gemacht. Soweit so gut. Jetzt nur nicht aufgeben. Gleich hast du den Hut. Ah, der Hut, ja. Ja, nimm ihn. Nimm ihn. Da ist er ja. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht. Ja, wunderbar war das. Direktor und Tetschelzieser. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute. Ah, Cash eingeschoben, ja. Der gute Urs. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. So, und so sind wir hier in dem traurigen Gefängnis von Abby, die hier von dem bösen, bösen Mann eingesperrt wurde. Und wir müssen jetzt, glaube ich, dagegen, oder? War das nicht so? Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors nach. Lass mir den Bären raus. Verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Oh, eine grauenvolle Bestie. Wohl kaum. Aber, Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Oh, die Fäden, wir kommen nicht rüber. Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. So süß einfach. So süß einfach. So, dann heb mal an. Ach, verflucht. Oh, das war zu laut. Hat das keiner gehört. Ah, schieb. Ja, was können wir machen? Hier nochmal drücken? Nein. Ah, da. Ziehen, schieb. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, ja. Nicht wahr? Wunderbar, Urs. Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliehen. Ja, wir fliehen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wurden entdeckt. Schnell! Ah, nein, er hätte doch mitfliehen können. Oh, weh. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Oh. Abbys Wohl stellt er über das seine und brummt gütig, auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby, laufe geschwind, kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Ja, das war das anfängliche Intro. Genau, das hatten wir schon mal als Demo gespielt und jetzt geht das richtig los. Eine neue Welt, Akt 2. Meine sehr gespannt. Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in augenverzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Tja,
jetzt sind wir halt draußen, ne? Mitten im Nichts, im Wald, alleine. Ach komm, wie schön das gemacht ist, ne? Oh, so eine schöne Welt einfach. Echt, ich mag einfach diese einfach gehaltene, wunderschöne Optik. Total gern. Stein um Steine, frei vom Zwang und von der Leine. Ist noch, der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Superschön. Superschön. Ich glaube, für mich geschlagen nur noch von Trüberbrook. Das ist, glaube ich, für mich das Spiel mit der wunderschönsten Grafik. Also, weil es halt Fotos sind. Na, das ist halt einfach toll. Aber das jetzt hat es auch sehr, sehr schön gemacht. Also, ich finde es total schön malerisch. Guckt euch das mal an. Super cute. Der arme Urus, ja, aber vielleicht können wir Urus ja wieder befreien. Wärme, laden Sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt. Sind wir frei. Ein Silbertablett. Lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Tippi, wie frei kann eine Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese, mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr vorbei. Wie frei kann man sein, wenn man die Fäden hat, die einen hier festhalten, ne? So, wir pumpen jetzt hier einmal Wasser rein. Das fließt jetzt einmal da außen rum, oder wie? Dünne Fäden gegen Mühlenarme. Wer da wohl gewinnt? Doch bist du klug und geschickt. Ach so. Sei der Sieg dir vorbestimmt. Wir müssen das Wasser da reinfüllen. Das heißt, wir pumpen hier und gehen dann runter. Schau nur, Abby. Die arme Kuh scheint sehr durstig zu sein. Ja, genau. Du hast doch so ein großes Herz für Mensch und Tier. Gib der Kuh was zu trinken, dann hilft sie auch dir. Genau. Bravo. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. So süß einfach. Die ersten Rätsel für uns hier, für Abby. Und sie ermöglichen uns, weiterzulaufen in dieser schön malerischen Welt. Oh, diese Farben, na toll. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bin ja gespannt, das wird bestimmt auch nochmal düster und gruselig, Leute. Das hat schon so ein bisschen so einen Unterton, ne? Ein bisschen so einen gruseligen Unterton. Ganz leicht. Oder mehr dramatisch vielleicht als gruselig. Darf ich nass werden? Ja. Wunderschön, ne? Absolut garantiert. Ja, ich glaube nämlich auch, dass das... Ach, kleine Abby, du bist zwar naiv, doch selbst wenn du stolperst, fällst du nicht tief. Okay, gut, also ich darf da nicht ins tiefe Wasser, okay. Mhm. Im Fall des Falles stehe ich dir bei. Diese Fäden verbinden uns zwei. Schön irgendwie, das auch mit den Reimen, ne? Finde ich total toll. Schöne Musik auch, ganz wunderbar. Okay, hier haben wir ein Brett. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl oder übel hinüber muss. Okay, kann ich das Brett da ablegen? Okay. Moment. Sie übertrat ihre Grenze, sprang ein Stück zu weit. Ich helfe dir zurück, trotz deiner Torheit. Was heißt denn zu weit? Muss ich auf den Stein oder was? Oder kann ich denn 3D springen? Nee, ne? Hä? Wenn du fällst, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Ja, Moment, ich kann ja nicht fahren. Brauche ich noch eins? Ne, ich hab nur eins. Ja, wo muss ich denn hin? Abby, stell dich nicht ungeschickt an, als du bist. Ja, ich finde die Musik auch total schön. Schöne Erzählerstimme. Ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt weiter muss. Ich helfe dir. Noch einmal. Moment, ich springe hier drauf und dann? Ich kann ja nicht nach oben. Kann ich denn hinspringen? Fahren kann ich mit dem Ding nicht. Und da komme ich zurück. Doppelsprung gibt es nicht und so weit nach rechts komme ich ja eigentlich gar nicht. Sei das nicht heißt, so unvorsichtig, Abby. Was sollen nur die Leute von dir denken? Gibt
Gibt's hier noch irgendeinen Balken? Nee, ich dachte, ich müsste vielleicht noch einen zweiten dahin legen. Weil da auch einer liegt. Ah, den brauche ich vielleicht. Ah, okay. Ja, das macht natürlich... Das macht natürlich schon mal deutlich mehr Sinn hier. So. Huch. Abby, langsam gehen mir hier echt die Reime aus. Brauchen wir noch mehr? Ja, ich dachte mir schon, irgendwann... Irgendwann gehen ihm die Reime aus. Sind da noch mehr versteckt? Gab's da noch was? Ich hab's vergessen. Die Reise bleibt dir wohl verwehrt. Macht sie gleich auf dem Absatz kehrt. Auf, Abby! Wo bleibt deine Abenteuerlust? Unterlag sie deinem Reiseüberdruss? Nee, ich wollte nur gucken, aber ich glaube, hier gibt's nichts mehr, oder? War da noch irgendwas? Nee, ich glaube, da war nichts mehr. Nee, das ist schon zu weit. Das ist zu weit. Ja, ich glaube, das ist zu weit. Gehen wir nochmal darüber. Müssen vielleicht zwei doch reichen und wir brauchen einfach einen beherzteren Sprung oder so. Das sollte ich ja hinkriegen. Ich genieße diese Musik auch total. Das ist wirklich wunderschön. So ein bisschen hier so diese Fantasy- Blumen. Okay, also so an die Kante kann ich schon springen. So, ist hier noch ein Brett? Weil es sieht schon so aus, als würde ich vielleicht noch ein drittes Brett brauchen irgendwie, weil... Ja, guck dir mal das mal an. Ach so. Ah, ja, weiß clever. Weiß ich, wo zu helfen, die raffinierte Kleine. Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Ah. Ups. Oh. Spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf. Ach, er setzt uns dann rüber. Siehst du, okay, wow. Auf mich ist Verlass. Ja, du bist ja ein toller Sprecher. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Wow, und die kleine mal. Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Oh, hallo Hund. Lass den alten Wolf ruhig in Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Oh, kann ich den nicht befreien? Och, ist der hübsch. Okay, also der ist da dran gebunden. Und da hinten ist eine Axt. Können wir den nicht holen und ihm hier irgendwie die Freiheit schenken? Oh, das ist ja total süß. Der Sprecher ist vielleicht der eigentliche Creep. Ohne den hätte die Pferde nicht. Naja, ich habe tatsächlich auch schon an sowas gedacht, Dani, dass der Sprecher sie mit Absicht da irgendwie hält oder sowas, weil er ja schon auch immer so darauf betont, dass sie ja da festgehalten wird durch die die Fäden und so. Das ist schon echt ein interessanter Gedanke. So, und ich dachte, wir könnten hier vielleicht diesen Stamm fällen, aber offenbar nicht. Aber vielleicht können wir ihn doch noch irgendwie holen. Gucken wir mal. Du fandest gerade komisch, dass er ihre Fäden steuern kann. Ja, genau, weil er kann uns so manipulieren, ne, und uns steuern. Du hast absolut recht, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können. Ja, das denke ich mal doch. Da unten hängt Stein dran, dann können wir... Jupp. Können wir einfach das stehen lassen hier oben auf der Brücke? Oder sollen wir den irgendwo anhängen? Guck mal, wie weit wir ihn da nicht so klug... Ja, das stimmt. Ob wir den irgendwo festmachen können... Ich dachte, damit können wir vielleicht den Wolf befreien oder so. Dani hofft, sie hat Unrecht. Ja, das wäre wirklich sehr creepy. Das stimmt auch wieder. Abby, was tust du da? Ja, wir befreien den jetzt nämlich. So, und jetzt? Die Fäden. Was machst du mit den Fäden? Hör auf damit. Der Wolf hat sein Leben schon hinter sich. Lass ihn in Ruhe. Was hab ich dir gesagt? Oh, je, du musst gehorchen.
Sonst gerätst du noch in große Gefahr. Ach Gott. Haben wir uns verstanden? Ach Gott. Was mit dem Wolf passierte? Nun ja, der Wolf zog von dannen, ging womöglich vor die Hunde und für Abby hatte er nicht mal ein Wort des Dankes im Munde. Oha, oh je. Oh je. Es wird solche Situationen geben, wo Abby dafür bestraft, für das, was sie tut. Und das scheint nicht so super geil zu sein. Oh nein, er ist gruselig, ja. Ach ja. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann den Erzähler und die Fäden loswerden. Ja, das. Daran denke ich auch gerade, ja, dass das irgendwann wohl so sein muss. Okay, hier komme ich durch wegen Fäden. Hier ist ein Feuer. Da haben wir eine Fackel. Kann ich das einfach abbrennen? Oh, der Baum muss sich löschen. Guck mal, haben wir ihn gerade angezündet. Wir nehmen die Fackel mal lieber doch mit. Oh, das. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher. Ja. Die Abby Angst und Bange machen. Mutterseelen allein rennt sie und läuft, während ihre Freiheit im Regen ersäuft. Nun ja, Abby, die Welt besteht nicht nur aus goldenen Feldern. Das musst auch du nun lernen. Okay. Ach. So, gehorchen soll ich? Mal sehen, ob wir das wollen und können, ne? So, ich nehme mal lieber so eine Fackel. Ach, Abby, das hatten wir doch schon. Du kannst dich nicht irgendwo drunter verkriechen. Ist ja gut. Hab schon verstanden. Ja, das ist aber aus hier alles. Jetzt an dem vorbei. Das regnet ja hier viel zu krass. Das ist ja schon leer hier. Kann ich da nicht mal Feuerchen noch machen hier? Warte mal, was ist, wenn wir es da reinschmeißen? Oh, Janine, vielen lieben Dank. Das ist aber sehr süß. Ist jetzt halt, ne, ich bin mal ein bisschen nicht so überschwänglich, weil das ist nicht so in dem Video. Ein bisschen. Aber vielen, vielen lieben Dank. Sehr lieb. Und für all diejenigen, die es jetzt auf YouTube gucken, hey, ihr könnt mir auf Twitch und Prime unterstützen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommt natürlich zu den Streams auf Twitch, ne? Verpasst keinen Stream auf twitch.tv/derpacky. Machen wir mal Werbung für den Twitch-Stream, ist auch mal vielleicht ganz wichtig, ne? So, können wir das jetzt hier mit anzünden vielleicht? Ich sag, wir können uns das Feuer damit anzünden, damit wir dann eine Flamme haben, wenn wir da unten ankommen. Verstehen Sie? Okay, das hält nämlich bis da unten durch, oder? Weil wenn wir da ankommen, ist leer, ne? Und beim Feuer sagt man, glaube ich, nicht leer, sondern aus. Ja, hier wird's. Genau, hier geht's aus. Okay. Das heißt, wir müssen das irgendwie dann noch anmachen. Oder entfachen. Ich weiß noch nicht, ob ich es reinpfeffern muss oder ob ich es einfach reinlegen soll. Okay, das bringt nichts. Dann legen wir es eben hinein. Und ich kann es auch nicht vor dem Wasser schützen. Leider, die Fackel. Und die scheint hier nicht mehr genug Energie zu haben. Ah ja, doch. Okay, sehr schön. Okay. Hat also doch gereicht. Puh, das geht auch schnell leer hier. Okay. Ah, ich muss vielleicht die brennende Fackel da durchschmeißen. Ja, da unten ist hier noch Licht, hallo.
Tief in den Wäldern, so erzählt man sich schon nein, lange. Nein, nicht Spinnen. Ach, die dunkle Ungeziefer, Angst und Bange. Muss das sein. Muss das sein. Na, die schaut ja krass aus. Ja. Oh, Alter. Da steht sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Streune einzuverleiben. Ekelhaft. Feuer scheint mir zu wirken. Ja, auf den Rücken muss ich, ne? Ja, ins Gesicht, das reicht nicht. Her jetzt, du ekelhaftes Ekelvieh. Deine Fackel schmeckt ihr überhaupt nicht. Ja, ja, ich will sie schon damit bombardieren. Komm rum. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Doch warten in der echten Welt noch 1000 weitere Plagen. Aber das gehört zu so einem Spiel dazu, dass immer eine Spinne mit am Start, oder? Kann man das so sagen? Man hätte ich vielleicht raufklettern sollen, hä? Auf den Baum. Ich weiß nicht. Ja, der hätte mir geholfen, glaube ich, dass ich da hochkomme. So. Okay, achso, die nehme ich mal wieder mit. Und dann zünden wir die mal wieder an. Kann man so sagen, ich kann Spiele in den Spins frei, in denen er spinnenfrei ist. Ja, absolut. Das gehört einfach so dazu. Immer auch so, wenn das so auch so Ambiente, ein bisschen dunkel und ein bisschen so schaurig, schimmrig, Wald und so, ist immer eine Spinne mit drin, ne? Aber ist halt so. Was passiert hier? Das heißt, wenn ich hier den Hebel betätige, passiert nichts. Kann ich irgendwo hinwerfen? Kann ich da runterspringen? An meinen Fäden fühlst du dich wirklich sicher, was? Er baut auch... Guck mal, da ist jemand gestorben. Guck mal, da ist so ein Kreuz. Er baut halt auch so eine creepige Vertrauensebene zu uns auf, ne, die uns so abhängig macht von ihm. Gefällt mir nicht. So, okay, damit können wir reisen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wieso wir das tun sollten. Ich will doch einfach zurück. Sie kann es hier nicht weg. Warum kann sie nicht weg? Hochseilakte kennst du doch aus dem Zirkus. Na los! Ja, ich will ja gar nicht da hoch. Ich wollte eigentlich diesen anderen Hebel betätigen. Okay, sie kommt nicht weg. Ich muss jetzt da hoch. Okay. Verstehe nicht genau, warum. Stück für Stück. Stück. Ja, jetzt bin ich hier oben. So wegen Feuer. Abby, verstehst du langsam, wie dringend du mich brauchst? Dieser Ort ist so gar nichts für dich. Pass auf die Fackel auf. So einer ist das also, ja? So einer. Okay. Okay. Jetzt habe ich sie da reingeworfen. Shit. Unangenehm. Ja. Finde ich auch. Ist wirklich sehr unangenehm. Der Herr. Er hat schon wieder genial. Also damit hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, als wir das Spiel beim letzten Mal gespielt haben. Vorsichtig. Dass das in so eine Richtung geht. Da haben sie mich schon wieder... Haben sie schon wieder an der Nase gekriegt, die Entwickler. Aber das ist auch wieder so... Ne, deutsche Entwickler mit ihren Adventure-Spielen, das ist immer so... Das geht immer so Gebrüder Grimm-mäßiges. Es ist immer ein bisschen fies, ne? Das ist so ein typisches deutsches Ding, oder? Das muss immer irgend so einen fiesen Beigeschmack. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll.
immer so was Bedrohliches, Beängstigendes musste immer rein in so Geschichten. Das ist schon bei so typischen deutschen Märchen, ne? Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Geil. Die Spinne ist nun mausetot. Oh, Abby, wo bist du hier nur gelandet? Oh, ich will auch Bogenschießen lernen. Hallo, hallo da oben. Ich hab Feuer. Brauchst du Feuer? Ah, der hat eine Keule. Ich dachte, es wäre eine Gitarre. Das ist kein besonders netter Geselle. Ach so. Gib Acht. Ah, ich dachte, der nimmt mich jetzt mit. Okay. Komme ich mit meiner Fergel darüber? Da unten komme ich auch irgendwie lang. Nee, komme ich nicht. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Okay. Der Typ, wie so ein Bekannter der Familie, der den Kindern immer Bonbons bei Besuchen mitbringt und die Kinder auf seinen Schoß sitzen lässt. Oh Gott, Cindy. Oh nein. Ja, aber es ist genau so. Es ist... Ja. Ich hätte es besser auch nicht sagen können. Das trifft einfach so gut, ey. Das trifft es einfach so gut. Okay, wie können wir uns verteidigen? Okay, das sieht er nicht. Leise. Leise, kleine Abby. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Ja, ich bin nur ein kleines Kind, ey. Wenn eine Spinne erschlägt, der muss doch nicht deswegen automatisch ein kleines Kind erschlagen. Der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Oh. Und mit wem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim? Das ist ein fieser Fiesling. Es ist Honda, der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang. Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück. Bringt sie mir verdammt nochmal zurück. Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein. Doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Denkt nur an den Bären, den wir damals ohne Mühe fingen. Das wird uns bei einem kleinen Mädchen ja erst recht gelingen. Direktor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer, baden wir in Gold und Glück. Jetzt werden wir also auch noch gesucht. Die Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Hungrig wie Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Ihr Anführer ist riesig wie zwei und stark wie fünf. Einer, der mordet, ohne dass er auch nur die Nase rümpft. Direkt in seine Arme bist du ihm gelaufen. Ja, der dreht sich aber auch schnell, der Bengel hier. Hübsches Hotter hat er, das stimmt, ja. Kann ich irgendwie sprinten? Sprinten und rutschen, so wie bei Call of Duty? Ja, als ob. Direkt in seine Arme bist du ihm gelaufen. Also ein Creep, der Typ, ey. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir jetzt von dem hier wieder so kurze Tagesstreams machen? Oder ist das doof? Das muss ich sagen, wir treffen uns immer so um 20 und machen so eine halbe Stunde eine Folge oder so? Oder ist das doof? Sowas, wo wir uns jetzt, bis wir das Spiel durch haben, so, damit es halt eine wiederkehrende Geschichte hat oder so. Oder so täglich eine Stunde jetzt, ne? Am Abend. So als Let's Play quasi, als Fixes. Wäre vielleicht ganz cool, oder? Um das nicht so schleifen zu lassen wieder. Ja, finde ich auch. Wann macht man? 20. 21.
2030. 19, 18. 17, 16, 15. Oh, Fuxi, dankeschön. 19 Monate Prime. Geil. Kuss, Fuxi. Dankeschön. 20. Mhm. Okay. Warum säge ich? Ich komme da sonst nicht rum, oder was? Ich habe gerade nicht gecheckt, warum ich sägen muss. Boah, er guckt aber schon intensiv, ne? Hier der Wachboy. Ja, warum muss ich den sägen? Ach, um den wegzulocken? Ich weiß gerade nicht, was... Abby, hast du nicht zugehört? Die Burschen sind gefährlich. Es ist 9 Uhr morgens, nicht, tut mir leid, da muss ich arbeiten. 2015, ja genau. Genau so machen wir das. Wie immer halt, ne? Wie immer halt. Ja, ja, genau. Dann muss es halt dann auf YouTube gucken oder so. Ja, schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, warum wir jetzt gesägt haben. Bringt das denn überhaupt was? Ja, sie sägt schon so. Aber können wir das dann dem Typen vielleicht auf den Kopf? Geht schon runter, ne, die Säge. Das fühlt sich schon so an. Ja. Ist schon was passiert. Er trampelt mal einmal übers Gesicht und schon wacht er auf. Ja, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, wir könnten cool an ihm runterrutschen und dann... sie kann halt nicht rennen, ne? Das ist halt ein Problem. Aber vielleicht knockt ihn das ja aus. Und dann, können wir da wirklich rüber. Oh nein, Teddy. Was hast du denn? Das sah schmerzhaft aus. Er drückt immer auf irgendwelchen Tasten rum, wenn er auf der Tastatur liegt hier. Das ist irgendwie sein... Ah! Das ist irgendwie sein Ding für den Abend. Oh Gott, oh Gott. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast. Ach so, da dachte der wäre das. Sonst prügeln die sich. Diese Idioten. Als sind sie beide K.O. Oh Mann, zu dumm. Abby, komm. Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als Dickicht. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Tief im Sumpf schlummert die Gefahr, Abby. Gib acht. Ja, ey, du bist aber auch ein pessimistischer Pessimist, ey. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Ja, ich war doch da drüber gesprungen. Oh Gott, Leichen, ey. Oh, das ist eine Falle. Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Was hast du dir nur für ein Leben ausgesucht? Hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich dachte, ich könnte es rausnehmen, wenn ich mich vorsichtig annähere. Und sie hat sich voll mit dem Kopf vorne hinein reinfallen lassen. Kann ich das... Na, warte mal, kann ich das auch in die andere Richtung schieben? Nee. Dann muss ich den da rausholen? Ja, nicht, oder? Den kann ich auch einfach da lassen, oder? Naja, sonst komme ich nicht rüber, oder? Ich weiß nicht. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Nee, es hat jetzt keinen Vorteil gebracht. Den hätte ich vielleicht einfach da nicht einfach unten lassen können. Okay, gut, wir kommen jetzt hier drum rum. Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Ja, ich muss über Leichen gehen, hab schon verstanden. Irgendwas. Sei froh, dass du an mich gebunden bist. Ja, ach so, er springt nicht, sie springt nicht. Gegen den zähen Sumpf bist du machtlos. Der Zähler ist creepy? Abby. Nein, das ist Quatsch. Ja, das ist wirklich Quatsch. Der Zähler ist ein ganz lieber. So, okay, ja, gut. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich da drüber springen? Na, okay. Abby, ich kann da nicht drüber springen. Bist du so enden wie die aufgeknüpften Leichen? Nein. Ich sag ja, wir müssen wahrscheinlich das irgendwie auslösen mit einer List. Ja, mit einer List, liebe Leute. Achso, ich darf nicht ins tiefe Wasser. Sei froh, dass du an mich gebunden bist. So, okay, das heißt, oder mal, wenn ich den jetzt
Wenn ich jetzt nicht anpacke. Aha. Wieso geht das denn jetzt? Ah, ich komme nicht weit. Aha. Mhm. Aha, also doch. Aber hä? Wieso konnte ich denn da gerade nicht ran? Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Ja. Oh Gott. Nein, oh Gott. Wie sie die Leiche darüber schiebt. Na ja, gut, die Falle wäre ausgelöst und das Fleischstück gehört mir. Und wir können da eigentlich jetzt rein. Also das Fleisch will sie gar nicht. Guck mal, vielleicht muss sie gar nichts essen, ne? Vielleicht, weil sie nur eine Puppe ist. Kann natürlich sein. Und hepp. Und hepp. Und hibbledi-habbledi-hepp. Honda und seine Bande. Oh, shit. Lauf, Abby! Lauf um dein Leben! Oh nein, nicht Honda. Das ist ja viel zu riesig für mich. Nein, lauf! Hä, wieso springst du denn runter? Nein, du bist denn runtergesprungen, Mädchen. Du hast gesagt, du sollst ganz schnell laufen. Honda und seine Bande. Lauf, Abby! Lauf um dein Leben! Schnell. Du kannst uns nicht entwischen. Oh, wohl. Du holst Honda durch den Wald. Boah, Steinschlag. Vorsicht! Hier willst du überleben. Ich überlebe das alles. Honda grunzt verdutzt, als Abby ihm doch entflieht. Aha. Und keiner seiner Räuber mehr das Mädchen. Doch jede Rettung fordert ihren Preis, wie bald auch schmerzlich unsere Abby weiß. Das gefällt ihm doch, dem Erzähler. Der will das doch so. Akt 3, die Stadt. Okay, machen wir Akt 3 morgen, nächste Folge. Beim nächsten Mal, Leute. Ja? Geil. Okay. Dann machen wir hier ein Schneidi-Beidi. Von tonnenstromenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt er, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Genau. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. Dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Episode, ne? Bis dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.